Hallo und herzlich willkommen zurück zu Layers of Fear Folge 15. Ja, das soll das neutrale Ende sein. Das war nochmal die Heraus. Die erste Forderung: Frau meiden und nicht in das Loch springen. Okay. Schauen wir mal, wenn wir das Richtige ändern. Rauskommen wir nicht mehr. Ja, das machen wir danach. Also nach dem letzten Ende. Und schauen wir mal. Ja, da steht auch noch was. Aber ich kann da nicht drauf. Ah doch. Ich habe dich gehasst, aber nicht mehr. Ich glaube jetzt sogar, trotz all dem könnte ich dich noch lieben, weißt du? Ich begreife endlich. Ich weiß, wie du dich fühlen musst. Verloren, alleine. Ich habe eine Weile gebraucht, aber ich habe schließlich begriffen, selbst mit uns bist du immer alleine gewesen. Ich erkenne es nun als quintessentielles Teil deines Wesens. Doch selbst für dich. Es gibt noch einen Ausweg, einen Weg, um alles zurückzubringen. Das einzige Ding von Wert, das du jemals wirklich begehrt hast, beende es. Auch wenn es nur um dich selbst geht. Okay, dann machen wir mal. Aha, also doch das Selbstporträt. Yes, that's it. Now I see it. All this misery, all this suffering. There was no other way. And it was all worth it. Perfection. Immortality. Ja. Da fragt man sich, ob bei diesem Ende wirklich alles vorbei ist und diese Perfektion von den Künstler ihn dazu gebracht hat, also dieses Bild zu malen und dass er endlich dort weg ist. Ja. Ich mache mal das andere Ende. Ich mache das aber jetzt nicht jetzt, sondern später, also am Donnerstag, denke ich mal. Da habe ich mehr Zeit. Ja, okay. Das war dann erstmal der Part. Ich würde gerne mal wissen, was ihr bzw. du, Rena, über das Ende findest und wie du das so erläutern kannst und andere auch, also selbst erklären. Ich freue mich. Okay, dann bis zum nächsten Part. Layers. Schön. Dann bis zur nächsten Folge von Layers.